Rest in peace, Langarm. Wir haben ihn noch davor gewarnt. Er soll seine Hände wegtun. Nein, mach deine Arme weg. Doch, wir konnten ihm nicht mehr helfen. Und damit, Keo, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Mittlerweile habe ich auch schon Albträume von dem Spiel, ich sag's euch. Wir vermissen alle Langarm, ich weiß. Er wird irgendwann zurückkommen. Wir werden bald zu ihm gesandt werden. Hell genug, so, perfekt. Genau. Das letzte Mal haben wir ja diesen Langarm besiegt. Der hat einen Namen, den ich auch schon 500 Mal reingeschrieben habe, weil ich vergessen habe, wie er heißt. Janitor oder so ähnlich. Also es ist Langarm. Wir kennen ihn unter seinem offiziellen Namen. Mr. Langarm. Genau. Dann würde ich gerade mal sagen, gehen wir weiter. Hier wartet schon Captain Cook. Also halt, der Koch. Ich habe keine Ahnung, ob der auch einen normalen Namen hat. Auf jeden Fall, der heißt jetzt halt so. Der ist gar nicht. Er schneidet da. Vor allen Dingen, er kann uns ja sehen. Der andere konnte uns ja nicht hören. Er konnte uns hören und nicht sehen. Aber er kann das einfach. Meister, könntest du da? Danke. Muss halt. Du hackst jetzt wieder. Wie kann er mich hören? Als ob ich mich da runter verstecke. Gut, er kommt nicht runter, er hat nicht so lange Arme. Natürlich, oh mein Gott, wir können es einfach vor ihm verstecken. Ja, ich bin gar nicht erst da. Er sieht uns nicht. Oh, 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 juiui. Was ist denn mit ihm los? Er geht einen Raum weiter, hä? Dude, der Gnom. Ganz unangenehme Sache. Wenn er jetzt die ganze Zeit da im Kreis läuft, können wir einfach rüberlaufen, wenn er in die Richtung läuft. Keine Ahnung, wie jetzt sein Weg ist. Oh mein Gott, ich bin gerade total happy, Leute. Ich habe gerade ein bisschen Luigi's Mansion 2 gespielt. Und das relativ gut. Jetzt spreche ich wieder guter Laune. Heute war nicht so ein guter Tag. Oh, das war halt der schlimmste Tag meines Lebens. Bleibst du jetzt die ganze Zeit da oder läufst du jetzt da einfach nur hier hin und her? Weil wenn ja, dann muss ich gucken, ob ich hier unten, also da irgendwie irgendwo runterkomme. Ich habe keine Ahnung, Mensch. Ich wäre so professionell vorbereitet wie eine Gardinenstange. Ja, 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 mach du nur deine Suppe. Ich habe keine Ahnung. Was kocht er eigentlich? Er ist der kochende Meister. Okay. Gnom. Warum sieht er den Gnom nicht? Das ist wirklich so eine Art Maske, die er aufhat. Habt ihr das gesehen? Der hat so unter seiner Maske irgendwas. Mann, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gesehen. Da ist wieder Fisch. Der scheint eine Fischsuppe zu kochen oder ähnliches. Da blöd. Ich muss jetzt hier lebend rauskommen. Ich glaube, ich verstecke mich nochmal da drunter vorher. Er weiß nicht, wo wir sind, oder? Das finde ich sehr schön. Oh mein Gott. Vor allem dieses Geräusch. Was auch immer er da gerade gemacht hat. War ganz, er guckt da drunter. Ja, ich bin weg. Hui, ich bin eine optische Illusion. Du hast mich nie gesehen. Er salzt den Fisch. Er verarbeitet den Fisch. Er bringt das Salz zurück. Geht? Gut, das finde ich ja angenehm. Aber gut, war offensichtlich, dass er uns da sehen wird. Schlüssel? Wo ist denn? Hier, bitte. Du gehst jetzt nicht hier hoch. Du. Gesundheit. Ich dachte, der kommt schon jetzt hier hoch.
Ja, das wäre nicht so gut gewesen. Was ist mit ihm los? Nein, nein, bitte nicht. Ja, aber der kommt hier safe nicht hoch. Er kommt hier nicht hoch. Er steht da unten und fragt sich, was er jetzt machen soll. Hallo. Weiß nicht, ob es so gut ist, dass er mich gesehen hat. Der Husten, den er hat, scheint schlimm zu sein. Er sieht mich einfach nicht mehr. Ey, solange er nicht nach oben guckt. Ey, wenn ich hier runterfalle, ich bin so tot. Wo muss ich denn hin? Wie kommt er denn eigentlich hier hoch? Er muss ja irgendwie das Zeug da oben abstapeln. Es muss mir auch mal einer erklären, wie er da hochkommt. Hier sind wieder Fische. Also Fische sind so sein Markenzeichen. Hier ist kein Schlüssel, hier ist nichts. Ach, wir kommen hier raus. Gehört da nicht normalerweise eine Trennwand dazwischen? Kommt denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ist der Key? Was auch immer der Koch ist, es gibt einen zweiten Koch. Was ist denn mit ihm los? Der ist ja mal komplett weird. Aber Dude, er ist weg. Wieso bewegt sich hier eigentlich alles von alleine in diesem... bist du weg? Ich hab gehört, du bist weg. Guter zweiter Koch. Weiß nicht, ob ich da hoch soll oder rechts weiter. Hier durchgucken. Ah, hier können wir aber auch nicht weiter. Die Tür will ich nicht aufmachen. Ich traue mich for real nicht. Nachher ist er dahinter. Welchen Knopf darf ich loslassen? Okay, war das jetzt eine gute Entscheidung, da runterzufahren oder nicht? Das sehen wir in der nächsten Folge. Also diese andere Sache ist jetzt nicht, war es eine gute Idee? Es könnte eine gute Idee gewesen sein. Aber wisst ihr, wo wir jetzt wieder sind? Bei ihm. Er ist weg. Okay. Ich weiß nicht, ob er nochmal kommt, aber solange er weg ist, nutzen wir natürlich diese Chance. Ich sehe ihn nicht. Nein, jetzt nicht. Jetzt steht er hier. Was kocht denn der eigentlich? Kommt er wieder hier rein? Er kommt sogar ziemlich nah an uns. Oh.
Oh, dude. Ich hab das nicht berührt. Ich sag euch, ich hab das nicht berührt. Das ist eine gescriptete Cutscene. Bitte sei eine gescriptete Cutscene. Bitte, 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 bitte. Nein, ich war das nicht. Ich will wissen, ob er hierher kommt oder nicht. Und wenn er hierher kommt, ist es, wenn wir jetzt zulaufen und er kommt hier und er sieht uns, suboptimal. Aber wenn wir wissen, dass er nicht hierher kommt und dann zulaufen, ist halt besser so für uns im Schnitt. Hätte ich jetzt halt so gesagt. Ich sehe ihn nicht. Dass ich ihn nicht sehe, gibt mir das Vertrauen, er ist nicht da. Lass diesen Schlüssel. Nie wieder fallen. Was ist eigentlich mit dem zweiten Koch? Wo ist der hin? Tür ist offen. Ich war... Ich gehe jetzt raus, wenn er mich kriegt, dann... Ich esse genug Essen diesmal. Ich könnte Six mal was essen. Jetzt denkt sie aber nicht mehr dran. Vielleicht hat er das gehört. Ach nein, da oben rechts geht's weiter. Okay, ich hab's gesehen. Ja, ich dachte vielleicht, dass er kommt und uns die Tür oder so aufmacht, weil er denkt, wir sind dort lang gegangen. Nein, da oben geht's weiter. Jo, aber das ist schon ein bisschen dunkel. Ich habe die Helligkeit höher gemacht, weil ich habe gesehen, dass es in den letzten Videos ein, zwei Probleme mit der Helligkeit gab. Ah, hier wird Wurst hergestellt. Finde ich jetzt nicht so lecker. Aber nun gut, jedem das seine. Wobei, ich esse das ja auch schon gern. Hot Dogs. Von Ikea natürlich. Ha! Warte mal. Hat dieser Langarm-Typ nicht letztens Kinder in solche Säcke gepackt? Warum sind die jetzt in der Küche? Ich sollte keine Sekunde länger darüber nachdenken. Überhaupt nicht. Ich denke einfach gar nicht darüber nach. Ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, was man hier tun. Da ist wieder so eine... Statue, die wir, wenn wir sie werfen, irgendwie so Rauch aussteigt. Bitte frag mich nicht, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Aber es scheint wichtig zu sein. Vielleicht irgendwie was, was ich mitnehmen kann. Keine Ahnung. Hier scheint es auf jeden Fall mal hoch zu gehen. Oh, ist das ein... Das sieht aus wie ein Jump'n'Run. Nein! Vielleicht... Nee. Das war der schlechteste Sprung, den ich jemals gemacht habe. Perfekt. Da konnte ich mich nicht festhalten. Okay, da müssen wir schon was mit dem Fleisch machen. Was, wenn wir das zu dem anderen Fleisch bringen? Keine Ahnung. Also, ich komme da oben. Ich kann mich an diesem Sack da nicht festhalten. Bringt mir das auch nichts. Cool. Ich weiß halt nicht, was von mir verlangt wird. Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Ich glaube, entweder muss ich schon da weiter. Oder ich weiß nicht, was man tun muss.
Ey, ich sollte mir dazu echt mal wieder irgendwie ein Let's Play anschauen, dass ich nicht ganz planlos hier durchwandere. Das hat auch keine Hitbox, dieses Ding. Biegt sich auch so durch. Kann ich noch drauf? Nee, oder doch was da drüben? Was mitnehmen? Nein, auch nicht. Mara, willst du auch mal mitspielen? Ja. Okay, ich glaube, das hier war wirklich nur so ein Secret. Hier unten drin vielleicht. Kann ich nicht. Okay. Das ist jetzt doch etwas schwieriger, als ich dachte. Merkt ihr, dass sich das immer weiter runterbiegt? Sorry, da ich gerade nicht so lange geredet habe. Aber das biegt sich schon weiter nach unten. Zumindest sieht es so aus, ob es das tut, ich weiß es nicht. 6,5 Stunden später. Okay. Da liegt noch was. Ist es das da? Oh, das habe ich nicht gesehen. Das liegt komplett in der dunkelsten Ecke von Dunkelheit. Das reicht noch nicht an Gewicht? Noch, ich noch. Echt nicht? Als ob das nicht reicht. Das heißt ja, dass hier irgendwo noch eins rumliegen muss von denen. Also hier schon mal nicht. Vielleicht sieht aus, als könnte ich. Hier ist jetzt doch mal seitlich. Nee. Ich bin überfragt, Leute. Also, wenn ihr wisst, wie es weitergeht, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Also, ich bin gerade maximal überfordert und wüsste nicht, wie wir an dieser Stelle weitermachen könnten. Ich will euch auch jetzt nicht länger aufhalten. Was war das? Ich hab gar nicht springen gedrückt. Ich probiere jetzt noch einmal an dieses Ding ranzukommen. Vielleicht nach hinten. Aua, nee. Okay, dann weiß ich es nicht. Auf jeden Fall aber bis nächsten. Entschuldigung, bis nächste Folge, da weiß ich es dann. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, positive Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Little Nightmares. Ciao, Leute!